Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Wiederaufführung. Mein Name ist der Christian und das ist eine besondere Sendung. Nicht nur habe ich gerade einen Film gesehen in Hamburg und nicht wieder im Livo im Rostock, sondern war unterwegs, sondern ich bin auch nicht alleine. Und das ist auch nicht nur ein Podcast, der hier heute zusammenkommt, sondern ich habe noch jemanden dabei. Nils, von welchem Podcast kommst du denn? Hi, ich komme von der Cinecouch. Ja. Und du warst auch gerade mit mir und hast dir The Killer hier beim Bizarre Cinema angeschaut. Ja, ich bin begeistert und ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja, wir haben vorher schon gedacht, so, wir fühlen uns ein bisschen wie 14 und jetzt sind wir es auch ein bisschen. Und das Schöne ist, wir können das Ganze auch noch teilen mit jemandem vom Bizarre Cinema, der hier auch die Einführung heute zu dem The Killer gehalten hat. Und wir haben eigentlich auch eine ganze Menge Fragen, wo sind wir denn eigentlich hier reingeraten? Jochen, was ist denn bitte das Bizarre Cinema und was hast du damit zu tun? Ja, moin. Bizarre Cinema ist tatsächlich eine Filmreihe, die gibt es seit über 10 Jahren schon in Hamburg. Die hat ein gewisser Bammel mal an den Start gebracht, damals im 3001 Kino in Hamburg. Und ja, sein Ding war einfach, alte Kult-Trash-Filme zu bringen, immer von 35 mm, eben im Kino sonntags nachmittags. Und jetzt seit einiger Zeit sind wir inzwischen im Metropolis-Kino und haben die regulären Veranstaltungen immer sonntags und dann auch ganz viele Sonderveranstaltungen, wo mal am Samstagabend was passiert oder an anderen Stellen was passiert. Und jetzt ist das ja was, also wir sind jetzt, also das war jetzt eine Vorstellung am Sonntag um 14.30 Uhr. Ich glaube, hier geht es jetzt nicht darum, große Kassenschlager zu produzieren. Was ist denn euer Anliegen, dass ihr das macht? Genau, unser Anliegen ist einfach das Bahnhofskino der 60er, 70er und 80er Jahre. Also alles, was damals eben im Bahnhofskino gelaufen ist. Genres wie eben Giallo oder Italo-Western oder Horrorfilme wie Dawn of the Dead oder sowas, um mal so bekannte Dinger zu sagen. Die möchten wir halt gerne zeigen. Und neuerdings ist es tatsächlich auch noch so, dass diese Auseinandersetzung mit dem Thema Celluloid nach der Digitalisierung der Kinos, ist das doch für viele Zuschauer immer noch wieder was Besonderes, gerade für jüngere Zuschauer, die sich dann wundern, warum da immer so Flecken im Bild sind oder warum da so ein Punkt kommt beim Aktwechsel. Und natürlich haben wir auch mit Filmen zu tun, die alt sind. Die Kopien sind also auch sehr alt, historisch teilweise. Und da kann man dann auch immer noch mal auf die ganzen Begebenheiten, wie sehen die Farben aus, warum laufen bestimmte Filme nicht mehr so rund oder reißen auch öfter mal. Da gibt es unheimlich viel, worüber man sprechen kann. Ja, also Nils, du kannst auch jederzeit, ne, wenn du noch eine Frage hast, gerne mit reinschmeißen. Ich lausche einfach mal. Also Jochen, ich wäre auf jeden Fall neugierig, wie du jetzt persönlich eigentlich dazugekommen bist. Genau, ja, ich bin, als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich immer gesehen, dass im 3001 Kino diese Reihe lief und da gab es auch immer gerne mal so Nachtvorstellungen, Midnight Movies, Exploitation war eine große Reihe und da habe ich halt den Bammel damals kennengelernt und habe dann immer gesagt, so ja, ich würde gerne da mitmachen, so, ne, wäre das mal möglich und ja, und dann haben die mich einfach mal mit eingeladen und so bin ich dann im Team gelandet. Ja. Was muss man sich jetzt so vorstellen, damit was passiert alles, damit heute so eine Vorstellung von The Killer laufen kann? Also vielleicht an dem Beispiel oder irgendeinem anderen. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir uns immer regelmäßig treffen. Wir sind 9 Leute im Team, die alle unterschiedliche Hintergründe haben. Also sind einige Filmjournalisten dabei, aber auch wirklich einfach nur Fans oder Filminteressierte oder auch Filmemacher sind zum Beispiel auch mit dabei, die so ja ihre Liebe zum Kino da so ein bisschen ausleben können. Und wir treffen uns dann in regelmäßigen Abständen und stellen das Programm dann zusammen. Wir können ja nicht alle Filme zeigen. Das heißt, jeder hat irgendwie so einen großen Wunschzettel und möchte das gerne bringen, aber man muss natürlich auch gucken, was einfach verfügbar ist, weil eben als 35 mm Kopie, es wurde unheimlich viel vernichtet damals, auch eben schon nach dem Kinoeinsatz in den 70ern oder in den 80er Jahren, aber man merkt doch, dass sich jetzt sowas entstanden ist, dass es mehrere Archive gibt in Deutschland, die Filme lagern und archivieren und wo man sich dann Filme eben ausleihen kann. Mhm.
Ich meine, das ist total schön, jetzt weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich total daran erinnert, so an unser Filmpodcaster-Dasein, ne, was so dieses miteinander sich bereden, besprechen, jeder hat so seinen eigenen Wunschzettel, das ist manchmal genau. Auch gar nicht so einfach, aber es gibt ja. So einen entscheidenden Unterschied, am Ende läuft es halt im besten Fall auf eine schöne Blu-ray, vielleicht hat einer auch noch einen Projektor zu Hause, nicht selten, gerade bei der Cinecouch seid ihr ja auch über Deutschland verstreut und schaltet euch online zusammen, ne? Das heißt, ihr habt gar nicht so sehr dieses gemeinsame Schauerlebnis, aber hier geht es ja jetzt wirklich ans Eingemachte, hier läuft tatsächlich meist sogar eine zeitgenössische Kinokopie am Ende auf der Leinwand. Das, also für mich klingt das auch so ein bisschen so, ja, das, also ja, mehr geht gar nicht so als cineastischer Traum eigentlich, oder? Ja, und das ist natürlich so, man sieht dann das in meinem Katalog und wir haben das im Team so geregelt, dass man sich immer zwei Filme für seinen Termin irgendwie raussuchen muss, weil nie sichergestellt ist, ob der Film, der Wunschfilm auch spielbar ist, ob er überhaupt noch läuft, ob er vollständig ist, ob es da andere Schwierigkeiten irgendwie mit dem Material gibt. Und das ist dann unsere Arbeit, das ist jetzt eine Arbeit, die ich mache, die hat Volker eine ganze Zeit lang betreut und seit diese Saison war jetzt die erste, wo wir eine Änderung gemacht haben. Da haben jetzt Jan und ich eben die Organisation übernommen. Das heißt, wir kontaktieren dann die unterschiedlichen Archive und koordinieren mit dem Kino eben die ganze Aufführung. Also es geht ja dann auch darum, dass Programmtexte geschrieben werden müssen, die im Kinoprogramm zu sehen sind. Und ich kümmere mich jetzt auch so ein bisschen um die Online-Präsenz. Wir machen sehr wenig online, weil tatsächlich das Team sehr, sehr oldschool ist. Aber gerade um jetzt jüngere Zuschauer nochmal an den Start zu bekommen und dafür zu interessieren, machen wir auch da jetzt eben ein bisschen mehr. Ist das auch so euer Ziel oder habt ihr andere Ziele, wo ihr mit der Reihe hin möchtet? Also ich glaube grundsätzlich ist schon das Ziel, dass wir einerseits die Filme bringen, die uns selber interessieren, die man selber auf der Leinwand gerne sehen möchte oder von denen man vielleicht mal gehört hat und andererseits aber schon auch Leute dafür zu begeistern. Also es gibt schon lange Gesichter, wenn, was auch durchaus mal passieren kann, nur 6 Leute im Saal sitzen, dann fragt man sich auch so, habe ich jetzt so einen schlechten Geschmack oder was ist mit dem Termin, warum ist der so schlecht besucht? Also da versuchen wir natürlich schon öfter und mehr Leute hier an den Start zu bekommen, auch ein bisschen was zu bewegen. Das ist auch schon tatsächlich ein bisschen meine Intention, weil ich finde, dass das Kino jetzt abseits vom Mainstream-Kino passiert ja auch unheimlich viel in dem Programm-Kino-Bereich. Auch zuschauermäßig tut sich da sehr viel und es gibt sehr, sehr viele Sonderevents, wo auch Kultfilme nochmal gezeigt werden, weil einfach der Bedarf so groß ist, neben den Schema F oder den ganzen Superheldenfilme oder noch ein anderes Programm zu bringen. Und das Tolle an Bizarre ist halt, man weiß nie, was es ist. Also es sind teilweise so obskure Filme dabei, die auch keiner aus dem Team irgendwie kennt und man auch nie genau weiß, was für eine Fassung das jetzt ist. Ist die jetzt gekürzt oder läuft das jetzt alles so rund? Und das ist immer eine bestimmte Aufregung, die man dann dabei auch verspürt. Ja, das hat sich übrigens auf eine total schöne Art auch übertragen, so, ne? Also da heute so in diesen Saal, für mich ja alles das erste Mal, für dich auch, Nils, so reinzugehen und zu gucken. Wir hatten vorher kurz Kontakt per Mail, da hatte ich schon so ein gutes Gefühl, so, und wie sich das so Stück für Stück dann so einstellt. Und dann habt ihr sogar einen kleinen Einspielfilm produziert, extra für diese Vorstellung. Macht ihr das immer? Und also was steckt da noch so rund um so die Filmvorführung noch so? Also, ich meine, Ja, also da wird schon viel geguckt. Das ist dann sehr nach den unterschiedlichen Fähigkeiten, sage ich mal, im Team auch geschaltet. Will heißen, wir haben einen Experten für Filmmusik, der hat dann auch viel Filmmusik immer mal eingespielt. Aha. Oder wir haben mal Tunnel der lebenden Leichen, glaube ich, gebracht. Und da gab es dann auch so eine Diashow von den Londoner Subway-Tunneln. Und diese Trailer und Schneiden, das ist so ein bisschen mein Background halt, deswegen bringe ich mich da mal ein bisschen mit rein und habe dann da halt immer viele Ideen, was man irgendwie machen könnte, auch der Bizarre Cinema Trailer, damit hat das einfach eigentlich mal angefangen, sowas so zusammenzubasteln und um einfach so ein bisschen Mehrwert auch zu bringen. Das ist mir doch wichtig und viele sind hier, die sehen dann nur einen Film, jetzt gerade bei John Woo, okay, das ist jetzt der erste John Woo-Film, den wir überhaupt gezeigt haben, was ich dachte, das gibt's ja gar nicht, das ist jetzt unbedingt mal nachlegen hier. Und dann dachte ich, das ist nochmal gut, weil das ja auch speziell ist, so ein Kino kennt man kaum noch, so emotional und wirklich so ohne No Holds Barrel quasi, ne? Also einfach Vollgas und dass man das noch so ein bisschen in den Rahmen da reinkriegt. Wir haben
haben gerade bei einem Special, wir haben im B-Movie so ein Italo-Special gemacht, La Notte Bizarra hieß das. Da gab es dann tatsächlich in der Pause Pizza für alle. Da hatten wir so einen Pizzalieferanten, Giovanni, den ich mal hier vielleicht am besten noch erwähne, weil er soll das ruhig öfter machen. Und, muss eigentlich unsere Pizza haben, naja. Und wir haben von dem Vertrieb, der Milano Kaliber 9 gerade auf DVD und Blu-ray rausgebracht hat, dann auch Verlosungsmaterial bekommen und das einfach so alles so zu kombinieren. Und da merke ich mal, auch bei den großen oder größeren Festivals wie Fantasy Filmfest, dass das unheimlich den Leuten unheimlich viel Spaß macht, ne? Wenn man dann auch was gewinnen kann und das einfach ein besonderer Moment ist. Und das ist mir bei Bizarre Cinema einfach auch wichtig. Also ich verbinde damit einfach sehr viel besondere Momente. Wenn man verkatert am Sonntag dann ins Kino stolpert und dann irgendwelche wilden Außerirdische sieht oder, ne, oder auch Erotik-Sachen, Jess Franco oder irgend so ein Quatsch. Das macht einfach unheimlich viel Spaß und da wirken die Filme natürlich auch nochmal ganz besonders. Und im Kino ist natürlich auch wirklich was anderes als zu Hause auf VHS. Wir haben ja wirklich angefangen, als es auch noch gar nicht diese ganzen Kult- und Trash-Filme so auf den ganzen DVD-Hardboxen und Mediabooks und so gab. Das waren dann wirklich die einzige Möglichkeiten, Filme vielleicht oft auch auf Deutsch eben zu sehen. In Amerika gab es dann immer schon mehr, aber das ist natürlich was Besonderes im Kino mit Gleichgesinnten oder auch Nicht-Gleichgesinnten, ist das dann doch sehr interessant und spannend. Ja, ja. Also ich, wenn ich nur noch mal jemand anderen getroffen hätte, der auch so diese VHS-Zeit so intensiv miterlebt hat und wahrscheinlich auch die gleichen wahnsinnigen Importpreise manchmal gezahlt hat. Ja. Aber dass sich sozusagen das findet mit 35 Meter Vorführung, das ist nochmal eine Steigerung, mit der habe ich schon gar nicht mehr geträumt. Sag mal, wir würden auch auf jeden Fall nachher gleich mal einen Ausschnitt von deiner Einführung, die du zu dem Film und vor allem auch zu John Woo als Regisseur gegeben hast, einspielen. Aber jetzt erzählst du viel so, das ist ja auch im Laufen. Wie kann man sich dann irgendwie up to date bringen? Wie erfährt man von den nächsten Vorstellungen? Was ist so der nächste Plan, dass, falls jetzt jemand hier neugierig wird, das auch mitbekommen kann? Ja, das hat das Team leider auch schon gesagt. Ihr seid ja zum völlig falschen Zeitpunkt gekommen, nämlich zum Saisonabschluss. Okay. Tschüss. Ja, also, das ist ein total guter Zeitpunkt, weil es wirkt jetzt erstmal. Immerhin kann man sagen, das Ziel mit John Woo Leute ranzuholen, das hat funktioniert. Ja. Genau, ja. Jetzt ist erstmal eben eine Sommerpause, weil man hat das doch schon mal gemerkt, so in Hamburg ist man mit der Sonne manchmal nicht so oft gesegnet und deswegen, genau, ist einfach jetzt Sommerpause und es geht dann im Herbst wieder los mit Programmen und wir haben eigentlich immer nach jeder Saison so eine Umfrage gemacht im Team, so wollen wir noch weitermachen und ne, habt ihr noch Lust, weil wie gesagt, es gab auch mal Termine, wo es gar nicht so gut lief oder wo wir Probleme hatten mit den Kopien, die dann irgendwie nicht liefen und das kann ich sagen, das wird auf jeden Fall jetzt weitergehen und die Hauptinformationsquelle war tatsächlich bisher immer der Newsletter, also es gibt so ein Newsletter, wo man sich anmelden kann bei Bizarre Cinema. Das ist dann, kann man, also man würde sagen, das wird hier eingeblendet, aber es ist sicherlich bei euch da auf der Website irgendwo eingeblendet. Ja, aber sagst du es mal kurz einmal konkret, damit ich weiß, was ich doch in der Webseite einblende, wo, wie, also. Genau, da gibt es ein Newsletter. Ich glaube, das ist jetzt, da schreibt man eine E-Mail an, bizarre.cinema@posteo.de, okay, glaube ich, sowas, ne? Aber ja, das muss ich nochmal. Das kann ich aber auch gerne nochmal verlinken und ihr findet das jetzt in der Beschreibung zu diesem Podcast, liebe Zuhörer. Und ansonsten auf jeden Fall beim Metropolis Kino. Das Metropolis Kino ist jetzt eben seit 2-3 Jahren unsere Abspielstätte für eben diese Filme oder auch, also Abspielstätte ist unser Kooperationspartner, weil die unterstützen uns halt natürlich sehr, sehr groß bei der Beschaffung der Filme und da sind wir natürlich im Programm dann monatsweise halt auch immer drin, aber wenn man im Newsletter ist, dann kriegt man schon früher irgendwie was mit und inzwischen gibt es auch so eine Facebook-Seite, da gab es, wie sagt man so schön, einen Soft-Launch. Also man hat mal so ein bisschen angefangen, da so zu probieren, weil wir wollen ja jetzt auch nicht Programm machen für, ich sag mal, für absolute 0815 Menschen, sondern so ein bisschen ist es auch schon der Hintergrund, so spezielle Leute zu haben, so Leute wie ihr, die sich halt damit auseinandersetzen, die vielleicht Kindheitserinnerungen haben, das mit sich rumtragen, die sich über die Filme auch unterhalten wollen. Und das geht hier im Kino sehr gut, eben an der Bar nochmal danach, dass man sich darüber unterhalten kann und gerade wenn wir auch unsere Specials, die machen wir jetzt immer im B-Movie auf St. Pauli ist das, so ein kleines Hinterhofkino, was von einer Initiative geführt wird und da ist auch gleich eine Bar, so direkt neben dem Kinosaal und das funktioniert super, Samstagabend so, dann ist da die Hütte voll und das ist ein bisschen kleiner, das Kino und da kommt so eine familiäre Atmosphäre einfach auf und genau, diese ganzen Events werden dann eben auf der Metropolis-Kinoseite oder eben dann, wenn man auf
Facebook uns liked, das kann man jetzt machen. Da auf jeden Fall den Newsletter, den wird es immer geben. So. Super. Ich habe ihn auch schon abonniert. Ja, Jochen, wirklich vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich würde dir noch, nicht nur das Gefühl, ich habe noch jede Menge Fragen, aber ich würde das ganz gerne mir, glaube ich, aufheben, weil Nils, wir kommen doch wieder, oder? Also ich denke. Ich komme auf jeden Fall nochmal vorbei. Ich wohne ja und, quasi in der Nachbarschaft mittlerweile. Ja, also lasst uns auch mal gucken. Ich bin auch gespannt, was für liebe Hörer und Hörerinnen, die jetzt hier gerade eingeschaltet haben, auch gerne Feedback, Fragen auch loswerden, weil ich glaube, wir werden nochmal Gelegenheit haben, das dann auch noch zu vertiefen und auch gerne nochmal andere Leute vom Team kennenzulernen. Wir durften gerade schon ein bisschen mal so am Tisch mit sitzen und so ein bisschen reinlauschen. Also ist das eigentlich etwas, also gibt es auch da sozusagen, also sucht ihr auch irgendwie noch andere Leute, die sich mit dem Kram auskennen? Vielleicht hört ja jemand irgendwie zu, der sich irgendwie mit dem Archiv raus, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, also wir haben wirklich auch immer Gastreferenten gerne dabei. Wir hatten mal den Bodo Traber von der Splatting Image hier oder ich glaube, als Bammel das gemacht hat, auch den Jörg Buttgereit, ich glaube, zu Godzilla oder so. Also das habt ihr würden wir auch gutes Inventar. Doch, ja, da würden wir auch gerne eben noch mehr machen und auch um vielleicht den Zuhörern nochmal den Mund wässrig zu machen. Ja, also bitte. Im Herbst wird es auf jeden Fall ein Giallo-Special geben. Also das war von allen wirklich, ich habe da halt so einen schönen Trailer dazu gefunden und es waren alle begeistert und gesagt, ja, müssen wir unbedingt machen und da wollen wir auch gerne nochmal zwei Filme zeigen, die oder drei Filme vielleicht sogar, die wir auch noch gar nicht gezeigt haben, weil doch, wenn man das 10 Jahre lang macht und ich glaube, wir haben jetzt über 200 Filme dann eben gezeigt oder noch mehr und es doch immer wieder ein paar Klassiker sind auch nicht dabei und dann gibt es auch so ein paar Neuentdeckungen, die einfach gar nicht jeder so oft einen Zettel hat oder wo man immer, wie bei John Woo denkt, Mensch, haben wir doch schon immer gebracht und nee, nirgendwo, nein, lief noch gar nicht und dann ist das halt perfekt einfach dafür und da würden wir uns natürlich über Publikum freuen, kommt gerne vorbei und man, das Schöne ist halt hier, man kann sich mit allen unterhalten und ist nicht keine anonyme Kinoveranstaltung, wo man reingeht und dann am Ende rausgeschmissen wird, nein, hier geht es wirklich auch um Film und eben Film erleben, darüber reden und sich Tipps zu holen und für mich war das wirklich jetzt die Sommerpause immer eine Durststrecke, gerade auch als ich neu nach Hamburg gekommen war, war immer wieder froh, als es im Herbst losging und ich meinen Sonntag Nachmittagstermin schon verplant hatte. Also mein Herz hast du schon längst im Sturm erobert und alle, die dazugehören. Vielen Dank, Jochen, für deine Zeit und danke für diese Gelegenheit und so weiter und so fort. Wir sehen uns wieder. Und jetzt. Ja, ne? Ja. Gut. Vielen Dank für euren Besuch, dass ihr gekommen seid. Hat uns sehr, sehr gefreut. Gerne. Ja, und wir erzählen das auf jeden Fall noch weiter. Wenn wir jetzt noch ganz viel rumschwärmen, damit du dabei nicht rot werden musst, dann lassen wir dich und spielen jetzt ab die Einführung zu John Woo's The Killer. Und damit wir alle noch richtig in die Stimmung kommen, verteilt der Peter noch ein paar Glückskekse zur Feier des Tages. Passt ja ganz gut. Auch wir brauchen ja auch viel Glück für die nächste Saison, da das ja das Saisonfinale ist von Bizarre Cinema. Und ich habe mir gedacht, es gibt ja immer so einen Gag, ne, dass man die Glückskekse aufmacht und diesen Spruch darauf liest. Der ist ja oft auch sehr unterschiedlich, was auf Englisch und was auf Deutsch da hinten steht. Oder manchmal steht auch Französisch was drauf. Und dieser Gag ist ja mal am Ende dann ein im Bett nachzuhängen. Ich habe jetzt gedacht, für heute können wir vielleicht im Metropolis-Kino da mal dran hängen. Mal gucken, was da so rauskommt. Ich bin gespannt. Ja, herzlich willkommen zum Saisonfinale von Bizarre Cinema. Es ist ja hier so ein bisschen das Wort zum Sonntag immer in den regulären Veranstaltungen. Anders als den Specials, die immer am Samstag sind. Und aus diesem Grund habe ich heute leider auch noch eine schlechte Nachricht, mit der wir beginnen müssen. Da natürlich... die viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, einer unserer großen Helden gerade verstorben ist. Also ein großer Held aus diversen Western- und Italo-Action-Filmen und auch Komödien, jetzt im Alter von 84 Jahren in Miami gestorben ist, nämlich Thomas Milian. Und das ist natürlich, stimmt uns alle sehr traurig und da denke ich, müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Saison was machen, weil das ist wirklich ein Teufelskerl. Und mein geschätzter Kollege Hasko Baumann hat dazu was geschrieben, das finde ich, das passt da ganz gut. Das lese ich einfach mal vor. Thomas Milian ist gestorben, kann unmöglich in Worte fassen, wie sehr ich diesen Teufelskerl verehrt habe. Einer der aufregendsten, emotionalsten, vielseitigsten, arschcoolsten Schauspieler überhaupt. Ist ja immer albern, so rumzugreien, wenn Prominente abdanken, die man nie getroffen hat. Aber fuck it, den habe ich geliebt. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Gut, das war's zum Wort zum Sonntag. Dann geht's jetzt los mit Bizarre Cinema und John Woo. Ja, man kann da sehr viel im Internet lesen und drüber, über die ganze Laufbahn von John Woo erzählen. Das werde ich jetzt heute hier nicht machen, also nur in kleinen Teilen.
Und ganz interessant ist, es gibt halt zwei Bücher, die ich schwer empfehlen kann. Einmal Film ohne Grenzen, sowieso über das Hongkong-Film, oder dieses Buch, die Wu-Biografie von Thomas Gaschler und Ralf Immert. Und da beschreibt Ralf Immert ganz schön, wie er John Wu kennengelernt hat und auch getroffen hat. Und ich glaube, diese kleine Passage, die gebe ich mal einfach zum Besten. Einen ersten Zugang zu Wus Welt finde ich 1987. Bei der Berlinale erlebe ich Better Tomorrow und bin auf Anhieb hingerissen. Bin bewegt von der Melodramatik des Geschehens, baff angesichts der furiosen Feuergefechte, fasziniert vom Charisma des Hauptdarstellers Chow Yun-Fat. Die großen Emotionen der Figuren erscheinen nicht zuletzt wegen der passenden Besetzung glaubhaft. Die Gewaltdarstellung wird nicht zynisch, man wird auch nicht, wie so oft in den US-Action-Krimis, auf ironische Distanz gebracht. Und so treffen die Kugeln und Gefühle auf mich. Durch den unberechenbaren Wechsel von Momenten der Rührung mit Momenten der Freude oder Gewalt bin ich einem stimulierenden Wechselbad der Empfindungen ausgesetzt. Auch nach der Vorstellung gehen mir die Bilder nicht aus dem Kopf. Davon muss ich mehr sehen, sage ich mir. Wus Welt will ich entdecken. In Berlin bekomme ich seine Filme jedoch nicht zu sehen. Bücher über ihn oder über das aktuelle Hongkong-Kino allgemein kann ich auch nicht auftreiben. So beschließe ich nach Hongkong zu pilgern. Dort begegne ich Wu 1989 zum ersten Mal persönlich. Ich finde ihn im hektisch pulsierenden Herzen von Kowloon, an der Hauptverkehrsschlagader Nathan Road, Nummer 748A. Im 11. Stock des Pioneer Buildings klopfte ich an die Tür des Filmworkshops von Tsui Hark, für den Wu arbeitet. In den beengten Räumlichkeiten herrscht hektisches Getriebe. Der Workshop erinnert an die zahllosen Sweatshops in Hongkong. Meist kleine Firmen, wo die Angestellten bei niedrigem Lohn und schlimmen Arbeitsbedingungen ständig Überstunden machen müssen. Auch ich schwitze. Die Luft ist feucht warm und verbraucht. Man buxiert mich in einen kleinen Schneideraum. Hinter dem Stainless-Tisch röchelt altersschwach eine überforderte Klimaanlage. Schließlich geht die Tür auf und eine gestresst wirkende Chinesin tritt ein, gefolgt von einem müde aussehenden Chinesen. Das Fräulein stammelt in holprigem Englisch etwas von einem wichtigen, talentierten Filmemacher und stellt mir John Wu vor. Wu ist nicht sehr groß. Sein schweißfeuchtes Haar hat sich über der Stirn bereits ein bisschen gelichtet. Er wirkt nicht mehr ganz jung, aber das kann jedem passieren. Wu macht einen zurückhaltenden, fast schüchternen Eindruck. Er redet langsam mit dunkler, verrauchter Stimme. Freundlich und bescheiden beantwortet er meine Fragen. Da er des Englischen kaum mächtig ist, erläutert mir die hilfsbereite Assistentin seinen kantonesischen Sprachgesang. Genau, das ist eigentlich eine ganz schöne Einleitung dazu. Und genau zu John Wu ist halt eben zu sagen, dass er sich so richtig erst mit dem Film eben A Better Tomorrow, da waren auch schon ein paar Ausschnitte gerade zu sehen, verwirklichen konnte, nämlich genau diese Themen, exzessive Gewaltdarstellung auf der einen Seite, die natürlich sehr bekannt geworden ist, aber eben Freundschaft und Emotionen sind ihm einfach besonders wichtig da an der Stelle. Und früher, er ist wirklich unter ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und hat dann in wegen den Shaw Brothers Studios assistiert und dort wirklich für einen Hungerlohn gearbeitet und ist dann irgendwann durch einen Zufall mit einer Komödie einen sehr großen Erfolg gehabt im Hongkong-Kino und war dann sowas wie der Komödienspezi und hat dann einfach jahrelang Komödien gedreht, bis ihm das Anfang der 80er ziemlich aus dem Hals hing und er keine Lust mehr darauf hatte. Allerdings die Filmbosse und die Produktionsfirmen überhaupt nicht bereit waren, irgendwie was an ihrem Erfolgsrezept zu ändern, weil damit verdient man ja Geld und man macht ja Film rein aus kommerziellen Aspekten und nicht aus irgendwelchen künstlerischen Hintergründen. Und das war natürlich eine große Frustration. Ähnlich ging das zu Tsui Hark, dessen Film Don't Play With Fire oder Dangerous Encounter of the First Kind, wir letztes Jahr, glaube ich, zum besten Film von Bizarre Cinema aus 10 Jahren Bizarre Cinema gewählt hatten. Dem ging es ähnlich, der hat sich dann ein Jahr auf Weltreise gemacht, weil er einfach keinen Bock mehr hatte, Filme zu drehen. Aber dann nach diesem Jahr doch versucht hat, okay, ich mache meine eigene Firma auf. Und diese Firma hieß eben Film Workshop und dafür konnte er auch John Woo dann gewinnen. Und da haben sie wirklich versucht, dann mit The Better Tomorrow, mit diesem Drehbuch, wirklich mal einen Film zu machen, der aus der inneren Motivation gestaltet wurde. Nämlich, man muss da bedenken, dass John Woo einfach sehr viel von westlichen Filmen inspiriert ist. Deswegen sind auch in seinen Filmen unheimlich viele Filmklischees drin, die da verwoben werden. Und das eben als Herzensangelegenheit gesehen haben.
so hatten wir alle freie Hand bei A Better Tomorrow. Und das war schon ziemlich irre, weil sie hatten das eigentlich, also ein Unterfangen, was so vom Produzenten nicht für möglich gehalten gewesen wäre. Nämlich, halt mir fest, ist ein ausgewiesener Komödienspezialist mit Alkoholproblemen will für eine auf Komödien spezialisierte Firma einen dramatischen Krimi drehen. Also Better Tomorrow war das. Und damit einer historisch und kulturell entwurzelten No-Future-Jugend traditionelle konfuzianische Tugenden und christliche Werte ans Herz legen. Dafür bietet er einen abgehalfterten alkoholsüchtigen Ex-Star, einen mehrfach im Kino gefloppten Seifenoper-Liebling, das ist Joey Fat, einen mehrfach im Kino gefloppten Schlagersänger und ein Model mit Geheimratsecken auf. Und der Produzent Karl Marker segnet sowas noch ab und macht rund 5 Millionen Hongkong-Dollar, also ungefähr 800.000 US-Dollar locker, obwohl er den Regisseur seit Jahren quasi am ausgestreckten Arm verhungern ließ. Weil man muss nach diesen Komödien sehen, dass John Woo dann keine Filme mehr gemacht hat, weil er eben alles an diesen A Better Tomorrow gesetzt hat und wirklich schon unter ärmlichen Verhältnissen quasi gelebt hat. Und dieser Film A Better Tomorrow ist dann ein so durchschlagender Erfolg gewesen, der jahrelang das höchste Einspiel überhaupt in Hongkong an der Kinokasse hatte und ihm natürlich dann alle Möglichkeiten eröffnet hatte. Vor allen Dingen hat er eben mit seinem Freund Tsui Hark diesen Film gedreht und wollte eigentlich was anderes machen, aber Tsui Hark hat ihn dann überredet, doch einen zweiten Teil zu Better Tomorrow zu machen, weil logisch, so viel Geld verdient, da das muss man jetzt auskosten. Leider ist dann der zweite Teil ziemlich in die Hose gegangen. Also John Woo beschreibt ihn auch als den schlechtesten Film, den er je gemacht hat. Man muss sich noch ins Gedächtnis rufen, dass für den zweiten Teil eine im ersten Teil verstorbene Person auf einmal wieder auftaucht, aber nicht als er selbst, sondern als der verloren geglaubte Zwillingsbruder. So wurde einfach das Ende vom ersten Teil ad absurdum geführt. Und es wurde alles reingepackt in den Film, was ging, der war viel zu lang und wurde dann unterschiedlich, also einmal von Tsui Hark und von John Woo geschnitten, die haben sich darüber dermaßen in die Wolle gekriegt, dass die gar nicht mehr miteinander geredet haben. Und am Ende war es so, habe ich mir jetzt sagen lassen, dass, ein Film besteht ja aus Rollen, 35mm Film, das waren dann bei der Länge wahrscheinlich 8 Rollen oder 9 Rollen, die haben wirklich jede einzelne Filmrolle zu einem anderen Schnittmeister geschickt. Und die sollten einfach gucken, was man da rausschmeißen kann. Also es wurde nie komplett zusammen angeguckt, weil die haben sich einfach so zerstritten darüber, es ging einfach gar nichts mehr. Und als der Film dann rauskam in seiner 100-Minuten-Fassung, also über eine Stunde gekürzt, waren alle entsetzt, vor allen Dingen John Woo entsetzt. Und danach war dann erstmal die Luft raus bei Tsui Hark und John Woo. Das heißt, die Unterstützung war weg, es wurde alles blockiert, als jede Filmidee, die John Woo hatte, hat Tsui Hark als Quatsch und Unsinn und das will keiner sehen, tituliert. Und so war es auch bei The Killer. Also da ging es nämlich darum, wer will denn einen Film über einen Killer sehen? Ich will einen Film über einen Cop sehen. Ein Cop spielt ja auch eine wichtige Rolle in dem Film. Und es wurde wirklich alles sabotiert, was nur irgendwie ging. Die pure Verzweiflung ging dann um und das war dann so, dass als dann Chow Yun-Fat engagiert war, man verschiedene Produktionsfirmen und Freunde und Bekannte aus der Branche sich einfach für diesen Film begeistern konnte und da eben mitzuspielen. So auch bei der zweiten Hauptrolle, nämlich bei Danny Lee, der durfte eigentlich gar nicht in anderen Filmen mitspielen, die nicht von seiner Produktionsfirma oder von seinem Verleih, mit dem er einen exklusiven Vertrag hatte, produziert wurden. Das hieß also, es musste seine Produktionsfirma rein, Magnum Productions, aber ist glaube ich so ein Waffennah, deswegen ist auch das Firmenlogo, was man hier am Anfang sieht, da schießt dann auch so eine Magnum, glaube ich. Und nur so konnte er halt mitspielen und also man hat wirklich alle möglichen Ticks und Tricks und angewandt, um dieses Projekt an den Start zu kriegen. Ja, was dann am Ende dabei rausgekommen ist, ist doch erstaunlich und einfach nur großartig in seiner Gesamtheit. Also es ist wirklich völlig überbordend. Der Film ist immer kurz davor, an bestimmten Stellen zu kippen. Ich meine, man hat das hier in dem Zusammenschnitt gesehen. Da gibt es Szenen, die, wenn man das auf Papier lesen würde, würde man denken, das geht gar nicht. Aber irgendwie kriegt das John Woo immer wieder hin, dass das in der Dramaturgie funktioniert. Genau, und bei The Killer, es war eine der aufwendigsten Produktionen überhaupt.
gar nicht mal vom investierten Geld, aber von der Zeit, weil ich glaube, die haben über 90 Tage gedreht. Davon, es gibt zwei große Action-Szenen. Eine, glaube ich, haben sie 28 Tage gedreht, an der anderen 36 Tage und wirklich alles wild durch die Gegend geschossen und über 40.000 Platzpatronen oder Patronen halt eben verbraucht. Und das war schon ganz schön wild. Und wenn man sich das ansieht, also die Beteiligten sagen halt, dass John Woo die Action-Szenen gar nicht storyboardet. Das heißt, er ist wirklich am Set dann und fängt dann an, wie er sagt, wie ein Maler das so zu inszenieren. Also es gibt dann so Details, da kommt hier irgendwie was hin und da was hin. Eine Marienfigur spielt halt auch eine wichtige Rolle hier in diesem Film. Und das entwickelt sich dann einfach so dabei. Und der Kameramann Peter Pau, der hat später einen Oscar gewonnen für Tiger and Dragon, der hat auch gesagt, als er den Drehplan für die Spielszenen bekommen hat, dass pro Tag da 60 Dolly-Shots, also so Kamerafahrten geplant waren, wo man so Schienen auslegt, dann die Kamera drauf und darüber fährt, um eine schöne, saubere Kamerafahrt zu bekommen. Und das ist halt unmöglich an einem Tag zu schaffen. Ich meine, wir strengen uns an, aber wir schaffen vielleicht die Hälfte. Aber wenn man da in dem Film mal drauf achtet, das ist unheimlich oft zu sehen, wie die Personen herausgearbeitet werden. Da wird wenig mit Schnitten gearbeitet, sondern viel mehr mit Fahrten und immer so versucht, ein dreidimensionales Bild der Figuren herzustellen. Das ist visuell wirklich interessant, was da passiert. Genau, die Besetzung, das ist vielleicht noch ganz interessant, die weibliche Hauptrolle spielt Sally Ye, ist eigentlich eine Cantopop-Sängerin und mit der hatten sie ziemlich Probleme, also das gab es eigentlich nur Zickereien, weil die hatte sich irgendwie neue Macke angedacht, wie das in Hongkong immer so war. Die Cantopop-Stars, die haben sich versucht, irgendeinen Millionär oder auch Filmschauspielerin, einen Millionär zu schnappen und haben sich dann aus dem Geschäft verabschiedet. Das heißt, die war permanent irgendwie dabei, nein, ich muss jetzt hier nach Zürich und nein, ich darf Choi Yun-Fat nicht anfassen und der hat sowieso Mundgeruch, küssen geht gar nicht. Und war das ziemlich schwierig und vor allen Dingen ist sie dann irgendwann wirklich in die Schweiz abgehauen und das ganze Ende musste umgeschrieben werden und umgebastelt werden, dass alle wirklich nur noch geflucht haben, wie das da gelaufen ist. Genau, zu den Einflüssen, ich glaube, das habe ich in dem Programmtext auch geschrieben, dass eben Le Samurai von Melville ein großer Einfluss ist für den Film. Eigentlich sollte es auch ein Remake davon werden. Allerdings war den Chinesen waren die Rechte natürlich zu teuer für den Stoff. Das heißt, die haben das einfach umgestrickt und was anderes daraus gebastelt. Und es gibt eben sehr viele Zitate von großen Hollywood-Filmen. Ich glaube, das im Finale auch so ein Zitat in einem Western, glaube ich, war das mit Gregory Peck. Kann man nochmal drauf achten, vielleicht fällt einem das auf. Und genau, vielleicht ganz kurz noch zum, wie der Film so angelaufen ist. Also natürlich waren die Erwartungen dann doch irgendwie hoch, aber diese abenteuerliche Produktionsgeschichte war natürlich ein bisschen schwierig. Die hatten dann allerdings ein Problem, als der Film fertig war. Zoe Hark war natürlich in seinem Berserker-Modus, das funktioniert überhaupt nicht, der Film. Das geht so gar nicht. Und wollte den Film, ähnlich wie Better Tomorrow 2, direkt komplett umschneiden. Er hatte bloß ein Problem, weil in zwei Wochen der Kinostart war. Die haben einfach so lange damit gewartet, den Film fertigzustellen, dass er das gar nicht mehr ändern konnte. Und so ist er dann in Taiwan ins Kino gekommen, ich glaube mit einer Länge von 130 Minuten oder etwas mehr sogar. Und diese Fassung hat dann John Woo noch mal ein bisschen gekürzt und das ist dann die reguläre Kinofassung gewesen. Der Kinostart war allerdings verhext, weil kurz vorher das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens war in China, in Peking. Und das hat natürlich alle diese, also das war eine Studentenbelagerung, die dann vom Militär aufgelöst wurde und wo die wirklich mit Panzern da über die Demonstranten gefahren sind. Und das hat natürlich die Medien und die ganzen Menschen extrem beschäftigt und keiner hatte Lust auf Gewalt, sich jetzt auch noch so im Kino anzusehen, weil das in der Welt halt auch so schon so passiert ist. Und deswegen war der Film kein großer oder kein riesiger Erfolg, wie man vielleicht erwartet habe. Ist trotzdem noch in der Top 10 des Jahres gewesen, aber die Enttäuschung war halt da. Die Kritiker waren auch nicht so begeistert, weil die alle zu der Zeit auch damit gar nichts anfangen konnten. Allerdings ist der Film dann im Rest der Welt sehr, sehr bekannt geworden, ist auf Festivals gelaufen, ist in Sundance auch gelaufen. Da haben den alle möglichen Filmemacher, Martin Scorsese, Robert Rodriguez oder Quentin Tarantino halt gesehen. Die waren vollkommen begeistert. Das war dann, glaube ich, auch der erste Hongkong-Film, der überhaupt in Amerika regulär ins Kino gekommen ist. Und diese ganzen Elemente, der haben wir vielleicht in dem Zusammenschnitt auch noch vor Augen, diese Trenchcoats und natürlich die Pistolen in beiden Händen, die sie sich schon für Better Tomorrow ausgedacht hatten,
hat dann eben diese ganzen genannten Filmemacher inspiriert. Und ja, viele Elemente wurden eben in den weiteren Filmen wieder verwoben. Also wenn man das so sieht, da sind westliche Elemente nach China gegangen, die wurden da wieder durch den China-Reichswolf gezogen und sind wieder zurück nach in die westliche Welt gekommen. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend da zu sehen. Ja, das war dann eben einfach ein super Erfolg und danach kamen noch viele weitere Filme, aber jetzt habe ich genug gesabbelt. Was steht bei euch in den Glückskeks drin? Ich wollte jetzt eigentlich selber noch eins vorlesen, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Lass uns einfach mit dem Film anfangen. Viel Spaß! So, Nils, jetzt sind wir wieder unter uns. Ja. Trauter also, Zweisamkeit. Weißt du, es wird ja fast schon zur Gewohnheit, ne? Ja, ja, Nils, ich kann mich da auch durchaus dran gewöhnen. Und also gerade weil irgendwie sich über diese asiatische Ecke sich was verbindet und dass du dann auch noch bei der Last Picture Show sich so ein bisschen mit einschwingen konntest, das war sehr schön für mich, weil ich lebe ja wirklich gerne auch so in diesen Extremen. So. Also ich kann quasi über die Feinsinnigkeit eines Last Picture Show genauso mich freuen, wie über heute richtig volle Kanne Melodram, Blutspritz in Zeitlupe und die Emotionen ja. Kiloweise hinterher. Definitiv. Ja, also das passt einfach gut zusammen und ich merke gerade so, ich bin noch total euphorisch, ungefähr so, wie ich heute Morgen war, als ich mir den Zug gesetzt habe, um nach Hamburg zu fahren. Und dann aber zwischendurch so hatte ich so den Skeptiker in mir, der sagt, ja, aber komm mal ein bisschen runter, ja, genau. Also wir haben vorhin so ein Zwischengespräch auch so ein bisschen rausgehört, ja, manchmal gab es auch schon auch mal kleine Katastrophen, dann waren die Akte vertauscht, ne, so verschiedene Filmrollen nicht in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt oder da fehlt vielleicht auch noch was, es hätte viel schief gehen können. Man muss ja auch sagen, und du hast es vorher im Vorgespräch auch schon gesagt, es wäre es ja fast auch wert gewesen. Also man freut sich ja schon wieder irgendwie dieses Materielle zu erleben, dass ein Film reißen kann, dass irgendwas fehlt und so weiter. Wir hatten jetzt in der Kopie auch ein paar Situationen, wo minimal was fehlte, wo Sachen rausgeschnitten wurden. Wir wissen nicht warum, ob das vielleicht daran lag, dass da irgendwo Schäden drin waren oder so. Ja. Das passiert eben. Das hast du in solchen Situationen. Genauso wie, dass nach jedem Rollenwechsel dann irgendwie kurz geguckt werden muss, dass das Bild wieder richtig eingestellt ist, dass du die Untertitel lesen kannst und so weiter. Und dieses Plastische, dass da irgendwie ein Leben drin ist, dass da was atmet, das hast du halt nicht immer bei einer DCP. Und ich will gar nichts gegen das Digitale sagen, das hat ja auch alles seinen Platz, aber es ist einfach was Besonderes, das nochmal erleben zu können. Ja, ich meine, mir gibt es etwas, ich hätte überhaupt gar keinen Bedarf nach dem Motto, den neuesten David Fincher möchte ich aber auch in 35mm sehen. Nee, Quatsch, der ist digital produziert worden, den bitte mit allem, was da irgendwie digital geht, optimal darstellen. Aber es gibt, also genauso wie ich das da selbstverständlich finde, finde ich der Gedanke, 89 drehte John Woo mit seinem Stammkameramann diese Kugelballade, ja. Und das haben die halt auf 35mm gedreht und das wurde umkopiert und in die Kinos gebracht und jetzt das Gefühl zu haben, wir sehen es so, wie es, also so ist es, genau, es ist quasi 1:1 so. Das ist geil. Also das interessiert mich. Und natürlich das auch noch dazu, dass man das Gefühl hat, also hinter einem schwitzt der Vorführer und muss gucken, dass die Aktwechsel okay laufen und auch sonst, du weißt ja gar nicht, was vielleicht noch zwischendurch so aussah, wie gleich reißt die Perforation und gleichzeitig man ja auch im Saal auch so eine schöne, also das heißt sehr unterschiedliche Menschen, die glaube ich auch ganz viele da saßen, da glaube ich auch was wiedergesehen haben, manche was neu entdeckt haben, auch mal überrascht waren. Ach, weißt du, also ja und auch dafür die Stimmung Kino. Einfach, ne? Dass du gewisse Lacher in dem Film einfach drin hast und manche sind aber total ergriffen zur gleichen Zeit. Andere finden es vielleicht in der Situation komisch. Die wieder anderen sind von diesem ganzen Action-Feuerwerk so beeindruckt, dass du irgendwie gar nicht mehr anders kannst, als irgendwie mal ein Lachen rauszulassen. Und diese ganzen Reaktionen sind einfach schön. Das ist hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es war ja auch für uns beide der erste John Woo-Film im Kino. Ja. Ich kann jetzt von mir sagen, ich habe vorher John Woo auf irgendwelchen mittelprächtigen DVDs wahrgenommen. Bei dir waren sogar Videokassetten. Mit VHS. Genau, ich habe da ansonsten, wenn dann noch die Internet-Streams, die es unterbieten könnten. Ja. Aber es ist alles. Du weißt nicht. Ja, ich glaube, wir haben in diesem Gemeinschaft. Ja, genau, ich glaube, als wir damals mit Arne gesprochen hatten, hatten wir das auch alles ausgeführt, wie wir da rangekommen sind an John Woo und an diese ganzen Medien. Aber das jetzt nochmal im Kino zu sehen, mit diesem ganzen, mit der Riesenleinwand, mit
ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber es hat einfach eine ganz andere Wirkung. Es drückt dich in den Kinosessel. Das ist so überbordend, wie ich es auf der DVD nicht in Erinnerung hatte. Ich bin auch davon überzeugt, dass das, also das ist ja auch, also so daher kommt es doch. Also Kino, ja. Das Kinoerlebnis kommt von dem Erlebnis, das wir heute hatten, nicht von irgendwas anderem. Also das andere sind nur Reproduktionen, die helfen, sich gut zu erinnern. In den 60er, 70er war es noch völlig normal, dass die Leute viel Standfotos gesammelt haben, so, ne? Und wenigstens irgendwie eine, oder die Filmmusik war da auch ein besonders wichtiger Teil, habe ich auch sehr gemocht, sozusagen, um die Filmerinnerung so zu aktivieren, ja. Mhm. Und klar, also kaum gab es VHS-Kassetten, hatte man vielleicht die Illusion, ich habe jetzt den Film zu Hause, aber in Wirklichkeit nur ein doch recht verzerrtes Abbild von dem. Und ja, und auf gar keinen Fall kann es das Erlebnis ersetzen, was mir gerade eingefallen ist. Ich habe noch nie diesen Film gemeinsam mit einer Frau gesehen. Und die saß eine Reihe hinter uns. Aber die war sehr an prägnanten Stellen sehr zu spüren. Also, weil einfach, ja. Es gab Szenen mit der Sängerin, auf die Frau sehr reagiert hat. Und das war mein Favorit, als sie ganz am Ende oder ziemlich am Ende sich mal wieder gegenseitig mit den Waffen bedrohen. Ja. Sie hat auch eine Waffe in der Hand, ja. Und kann nichts sehen und sagen, wo steht er? Ja. um dann die Waffe auf ihn richten zu können. Ja. Und sie hat sich gefreut ohne. Ja, natürlich, ich glaube, sie hat gejaucht. Zurecht, einfach, ja. Ich glaube, sie hat auch einfach schon deswegen gejaucht, weil endlich mal eine Frau diese Knarre in der Hand hat. Die ganze Zeit diese Männer und diese Womans, ja. Weißt du, es. Nils guckte mich zwischendurch auch mal so ein bisschen so an, was ich denn da jetzt so gerade vor mich hin lache. Das war dann wieder so eine Stelle, wo die Kerle sich so gegenseitig so angeschmachtet. Da wird mir ein bisschen warm zwischendurch. Und ja, also genau solche Erlebnisse haben das auf jeden Fall heute zu einem sehr besonderen Tag gemacht. Und irgendwie versuchen wir wahrscheinlich jetzt noch die, aber wir müssen gar keine Kurve kriegen, das wird einfach bestimmt bleiben jetzt von diesem Seherlebnis. Mein Bedürfnis jetzt sozusagen eine Zusammenfassung der Geschichte zu machen, ist nicht so groß. Nee. Ich meine jetzt eigentlich, ne, wenn man es von der Plotseite anguckt, ne, also Bad Guy, Good Guy, also Polizist, Krimineller oder der Mörder und der Cop oder wie man es auch nennt, der Killer und der Cop. Ja, ist ja jetzt, also was ist denn da? Ist ja nichts Überraschendes eigentlich dran. So. Was macht denn diesen Film? Oh, wir kriegen hier noch was reingereicht. Dankeschön. Ah, ja, Glück in 24 Bildern pro Sekunde. Dankeschön. Genau, der Jochen hat uns gerade noch einen Zeitungsartikel gegeben und wir können weiter staunen, was hier offenbar auch Tolles in dieser Stadt los ist. Hamburgs Off- und Programmkinos. Das ist ein anderes Mal. Also was an The Killer natürlich irgendwie traditionell und bekannt ist, ist dieses, wir haben den Guten und den Bösen. Ja. Und der einen, also eigentlich sind sie zwei Seiten einer Medaille. Sie haben beide die gleichen Werte und stehen nur auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes. Was ich bei The Killer so grandios finde, ist, dass er verschiedene Einflüsse eben zu etwas Neuem verbindet. Dass er sich inspirieren lässt von Spätwestern mit diesem Gefühl, aus der Zeit gefallen zu sein, dass diese Männer einen Wertekodex vertreten, der in ihrer Zeit einfach keinen Platz mehr hat. Sie sind Relikte, Dinosaurier aus einer anderen Zeit, und fühlen sich dadurch dann trotzdem wieder verbunden. Und das finde ich total stark umgesetzt. Dann gibt's diese Referenzen an Martin Scorsese mit Mean Streets zum Beispiel, wo ja der Tenor ist, dass man für seine Sünden auf der Straße gerade kommen muss und zurecht ja einstehen muss im Grunde und eben nicht in der Kirche. Und diese ganzen kleinen Themen greift er sich raus. Er geht wieder in Richtung Kung-Fu-Filme und er geht in Richtung Action-Inszenierung vielleicht von Kurosawa und eben auch diese Ehrhaftigkeit kommt sicherlich auch unter anderem daher. Er bedient sich bei Melville und Le Samurai, der eiskalte Engel. Und diese ganzen Dinge werden irgendwie zusammengeschmissen in einen Brei und was dabei rauskommt, ist pures John-Woo-Kino. Ja. Und ich würde, genau, also auf jeden Fall ist es sehr typisch John Woo, da kommt wirklich ein Filmautor, wird da sichtbar und hat eine ganz klare Handschrift, aber es ist vor allem auch wirklich pures Kino. Also, ja. also bewegte Bilder, wenn man das jetzt vielleicht als Grundsatz für was ist denn Kino überhaupt nimmt. Und es gibt gerade, mir fällt dieser Brocken aus dem Halbwissen zum Thema Dramaturgie gerade so entgegen, dass man oft davon spricht, ja, so also einen Film, also was macht denn den Film sozusagen packend fürs Publikum? Ist
es plot-driven? Also ist es sozusagen, sind es die Entwicklungen innerhalb der Geschichte, oft sozusagen der Whodunit-Krimi oder so, ne, der einen bei der Stange hält? Das wäre dann also sozusagen plot-driven? Oder ist es character-driven? Ist es sozusagen die Faszination für eine Figur, vielleicht ein Anti-Helden, der einen anzieht und abstößt zugleich? Ne? Ich habe da bei Taxi Driver, glaube ich, wäre eine schöne Figur besprochen bei der Szene-Couch. Jedenfalls glaube ich, dass John Woo auf jeden Fall vor einem Kino steht. Ich habe kein schönes Wort dafür, aber es ist sozusagen inszenierungsdriven, ja. Es ist angetrieben. Ich sehe es nicht im Plot, nicht unbedingt in den Figuren. Nichts daran ist so originell, dass mich das alleine reizen würde. Aber die Inszenierung davon, das, was man, ja, also ich suche wirklich noch nach Begriffen. Irgendwann werde ich vielleicht mal einen finden, nämlich befriedet, oft wird stylisch benutzt und da weiß ich nicht, irgendwie ist das ein hohles Wort für mich, ich kann das nicht richtig greifen, aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt mit jemandem nach dem Film spreche und der mich dann so vielleicht konfrontiert mit, ja, das fand ich unlogisch oder ich konnte das nicht nachvollziehen, wie der so gehandelt hat, dann denke ich, Moment, bevor du da jetzt weiter reinsteigst in dieses Plot- oder Character-Drücken-Kram-Zeug, ne, hast du mal zwischendurch die Luft anhalten müssen? Ja. Oder hast du zwischendurch also gar nicht mehr gewusst, wo du hingucken sollst in diesem Schnittgewitter? Hast du das gespürt? Und wenn du das hattest, dann lass uns mal darüber reden. Es ist irgendwie ja? diese Energie da drin. Ja. Ne? Ja. ja. Es ist absolut. Also deswegen, also ich finde sozusagen dieses Kugelballett oder so, was man so manchmal auch so an Begrifflichkeiten oder der Mozart des Actionkinos ist ja auch etwas, was sozusagen John Woo so hinterher gesagt wird. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt nicht nur davon, dass der tatsächlich auch in The Killer einen sehr prägnanten Moment im Finale hat, wo ein klassisches Stück plötzlich erst überraschend, aber dann erstaunlich sinnhaft die Szenerie begleitet. Das ist wirklich, also ich empfinde jeder Schnitt, jeder Toneffekt ist hier wirklich wohl komponiert und ergibt eine Choreografie, ja durchaus der Zerstörung, aber eben auch der manchmal unmöglichen Liebe in Situationen, in denen es scheinbar nur noch ums Töten geht. Ne? Das ist ja, und das mag man naiv oder auch vielleicht sogar auch, man könnte wirklich lauter böse Dinge dem hinterher sagen, ja. Aber ich weiß nicht, wie man das kann, wenn man gerade kaum noch zum Atmen kommt. So ging es mir auf jeden Fall heute im Kino. Ja, das stimmt. Es wurde ja auch in der Einführung wunderbar zusammengefasst. Also diese Gefühle, dass der Film immer zu kippen scheint. Dass diese Momente kommen, wo du denkst, jetzt ist es zu abgedroschen, jetzt ist es zu sehr drüber. Aber er kriegt immer die Kurve und irgendwie ist dieses Gesamtwerk immer noch besser als vielleicht Einzelteile, die man kritisieren kann. Ja. Und diese Energie ist so einzigartig, dass es auch wenig Vergleichbares gibt, was so pures Kino ist, wie du es gesagt hast. Ja. Ich meine, wir können ja mal kurz an der Stelle ja mal so ein bisschen reingehen. Gibt es einen Moment für dich, wo du denkst, oh Gott, da gehe ich eigentlich nicht mit, das ist mir jetzt zu doll oder. Also ich muss sagen, diese K-Pop-Geschichten, ja. Das ist was. Ja. Da bin ich jetzt nicht so drin. Ah ja. Also das ist. Okay, ja. Das ist natürlich echt kitschigster 80er-Pop mit dann noch so einem durch die Tonspur, glaube ich, auch leiernden Klavier und. Ja. Weiß ich nicht, das ist grenzwertig für mich. Würden wir jetzt nicht in einem Foyer eines Kinos sitzen, sondern bei mir zu Hause im Wohnzimmer, wäre ich jetzt schon zu meinem Regal geschlichen, hätte so eine DVD so zur Seite geschoben und dahinter wäre dann ein Doppel-Live-Album von Leslie Cheung vorgekommen. Ich hatte eine ganz kurze Phase, in der ich sehr darauf abgefallen. Also Better Tomorrow hat das bei mir ausgelöst. Bei mir wäre es auf keinen Fall so. Und gerade dann auch, dass diese Szene im Film vorkommt, wo sie dann rausgeht und sagt, ich mach mal Musik an, ich mach noch schnell einen Tee und mach Musik an und spielt ihr eigenes Lied, Logo, was wir schon kennen. Also, huiuiui. Dietz, ich bin da ja auch ganz bei dir und nicht ohne Grund ist die Leslie Cheung Live Doppel-CD gut versteckt. Aber es gibt, also, das ist ja, ich finde es ja auch interessant, dass ich in so jungen Jahren, also irgendwie wirklich mit 13, 14 entdeckt habe, also wo man auch dem so einfachen Weltbildern auch total offen gegenüber ist. So, ist ja interessant so, ne? Und ja. Ich meine, also, wenn ich heute zugucke, ja, und der Polizist holt die Kugel aus dem Arm von Chow Yun-Fett und dann kommt noch Patronenpulver rein und dann wird die Wunde ausgebrannt und danach stecken sie sich erstmal eine Zigarette an. Also dann haut es mich wirklich fast vom Stuhl. Aber ich finde das, also ich lache das dann trotzdem noch nicht aus. Also ernst nehmen tue ich es auch nicht. Und ich war mal in der Lage, das so zu gucken und das einfach eins zu eins so zu nehmen und nicht über Homoerotik oder sonst was nachzudenken. Ich glaube, dafür habe ich das wieder zu spät gesehen. Ja, ja, bei mir war es immer zumindest dieser schmale Grat, wo ich zwischen
einem Sehen und einem Sichten war auf eine Art, also wo man auf der einen Seite gefangen ist von dieser ganzen Atmosphäre und der Erzählung und auf der anderen Seite ständig von außen drauf guckt und analysiert und vielleicht auch hinterfragt und Dinge anders bewertet und diese Immersion vielleicht nicht ganz so stattfindet. Und das ist aber auch ein Modus, aus dem ich generell, glaube ich, beim Filmschauen gar nicht mehr so ganz rauskomme. Also wenn das nochmal ein Film schafft, das zu brechen, dann ist es was Besonderes. Ja. Und insofern stört es mich auch nicht. Aber das ist immer bei einem John Woo-Film sehr spannend, weil dieser Grat ganz schmaler ist. Ja. Ich meine, für mich ist so, wenn ich den so gucke, gibt es halt Szenen, die sind so unfassbar elegant und stimmig. Also wo ich wirklich das Gefühl habe, da sitzt alles. Also wirklich der Moment, wenn die beiden aufeinandertreffen in der Wohnung der Sängerin, ne? Und sozusagen sie, die es nicht sieht, also vermeintlich nicht sieht, und sie sozusagen sie mit vorgehaltenen Waffen da so eine Show irgendwie machen. Das ist also wirklich, also da passiert quasi wirklich auch in der Inszenierung. Also wirklich, da könnte man die Untertitel einfach weglassen. Es gab Momente, in denen habe ich wirklich gut nicht die Untertitel gelesen, weil ich habe es auch so oft schon gehört und gelesen, aber da kann man sich einfach sozusagen auf den Moment, auf das Gefühl der Blickwechsel und der Bewegung verlassen. Es gibt aber manche Momente, die sind da nicht so elegant. Also eine Autoverfolgungsjagd war offenbar entweder im Budget nicht so drin oder so. Das hat für mich nichts Elegantes so. Ich gucke das heute total gerne, weil ich denke, das sieht verrückt aus. Das sieht verdammt gefährlich aus, was die da machen. Das ja. Sieht so, ne? Also insofern ist das auch aufregendes Action-Kino. Das ist ja auch typisch Hongkong. Ja, genau. Das haben die sich doch vorher nicht genau überlegt. Und Also insofern gibt es da sozusagen, nehme ich Unterschiede wahr. Ne? Also, Finde ich aber interessant, dass du gerade die Szene ansprichst, weil das für mich eine ist, die auf eine Art auch schon wieder sehr nahe zu kippen ist. Weil es ist ja völlig absurd, muss man ja dazu sagen, dass da irgendwie eine blinde Frau ist und ein Cop und ein Killer sich von ihr Tee bringen lassen, während sie sich mit Waffen bedrohen. Das ist abgedroschen ohne Ende. Und da musst du dich anstrengen, um das irgendwie in ein Korsett zu zwängen, was dann wieder nachvollziehbar ist. Ich meine, erstaunlicherweise ist wirklich das komödiantische Timing wirklich gut in der Szene. Und das war nochmal interessant für mich in der Einführung von Jochen zu hören, dass der ja wirklich damit sozusagen mit diesen sein Handwerk gelernt hat. Ja, das war mir gar nicht so bewusst. Ja, wobei Handwerk noch eher vorher bei diesen Kung-Fu-Geschichten. Also er hat angefangen als Regieassistent für Chang-Chi zum Beispiel auch zu arbeiten, der ja in dem Bereich enorm viel gedreht hat, auch bekannte Sachen so. Ich glaube, diesen One-Armed Swordsman zum Beispiel hat er gemacht und Kuan der Rächer ist mittlerweile, glaube ich, auf Deutsch sogar als Blu-ray erhältlich. Ja. Der wird an dieser Strandszene meines Wissens auch noch zitiert. Okay, ja, du siehst mich freundlich, also, aber ahnungslos. Und später hat er auf jeden Fall, also hat John Woo dann auch die Möglichkeit bekommen, selbst Filme zu drehen und war dann scheinbar ja erstmal auf Komödien abonniert, bis er sich dann endlich mit A Better Tomorrow selbst entfalten durfte. Ja, ist wirklich schon ein erstaunlicher Weg, den er da hingelegt hat, weil ich finde, also ich habe jetzt auch gestern nochmal A Better Tomorrow wieder gesehen und war ziemlich erstaunt, wie stringent und klar und auch wirkungsvoll der erzählt ist, und obwohl er ja wirklich auch noch spürbar begrenztere Mittel auch einfach hatte, aber man merkt auch, danach konnte das Hongkong Populärkino gar nicht mehr an sowas vorbei. Also die Mäntel, Sonnenbrillen, Waffen, das war nur das äußerlich Sichtbare, was auch ansonsten so an Haltung so in das Genre-Kino reingeflossen ist. Wobei ich das Spannende finde, ist vor allem, dass das US-Kino und das Weltkino eben auch nicht mehr dran vorbeigekommen sind ab einer gewissen Zeit. Ja. Also wenn man sich die frühen 90er in den USA anschaut, ob das dann Robert Rodriguez ist, Desperado oder El Mariachi, oder ob es dann ein Quentin Tarantino ist mit Reservoir Dogs und Konsorten, oder man guckt vielleicht auch Richtung, also ich habe neulich jetzt den State of Grace gesehen. Ja, von Phil Jeannot, ja. Genau. Auch so ein Ding, das Finale ist so dermaßen beeinflusst von der Action-Inszenierung von John Woo. Ja. Leon der Profi. Ne? Also ich könnte jetzt Jahre damit verbringen, irgendwie Filme aufzuzählen, die davon inspiriert sind. Und natürlich auch wieder in Hongkong mit einem Infernal Affairs und Konsorten. Ja. Es findet kein Ende. Und genau, und dass das auch ein permanenter Kreislauf ist. Jochen hat das auch schon ganz gut darauf hingewiesen, dass ja auch das Hongkong-Kino, dass er sich nicht alles ausgedacht hat, sondern die waren wiederum von Menschen wie Sam Peckinpah inspiriert. Also es ist ein wunderschönes Ping-Pong über einen großen Teich, das da passiert. Da ist Hongkong natürlich auch damals eine besondere Lage gewesen, einfach als britische Kronkolonie, die diesen asiatischen Einfluss hat, aber dennoch zumindest in Teilen englischsprachig und eben auch sehr, sehr westlich geprägt. Ja.
Und was ich auch wieder spannend finde bei den Filmen, so man sieht sie ja auch oftmals wirklich als diesen naiven Actionfilm oder als vielleicht auch oberflächliche Actionfilme, die wenig zu erzählen haben, aber da stecken tatsächlich immer wieder politische Untertöne auch drin. Also gerade natürlich bei einem Film wie Bullet in the Head, ja, von dem Jochen ja auch sagte, dass der eigentlich der Film war, der laufen sollte. Das war. Oh, also der Tag war fast perfekt, aber hätten wir Bullet in the Head gesehen, dann hättest du jetzt mit mir und meinen Tränen umgehen müssen. Also weil der haut auch gerne. Rein, also ja, wenn ich Bullet in the Head gucken darf, dann darfst du danach alles machen, was du willst. Das ist mir ganz egal. aber auch bei einem The Killer oder bei einem Hardboiled stecken eben Gedanken zur Zukunft von Hongkong drin, weil damals ja schon klar war, dass 97 Hongkong an China zurückgeht und dadurch kommunistisch wird und in der Gesellschaft von Hongkong sehr viel Skepsis deswegen herrschte, unter anderem eben auch wegen dem Tiananmen-Massaker und so weiter. Es gab viel, viel Probleme damit und dieser Gedanke, aus Hongkong zu fliehen und fliehen zu müssen, der kommt ständig vor. Auch in John Woos Filmen zum Beispiel. Also da würdest du diesen Bezug, den du gerade herstellst, bei The Killer dann auch sehen, weil das da genau, ein Teil ist, dieser Flucht. So wie immer in amerikanischen Gangsterfilmen die Leute mal nach Mexiko flüchten wollen, weil da angeblich was nochmal was anderes ist. Aber ja, genau. Und bei Hardboiled zum Beispiel, da haben wir auch mal eine Folge zugemacht auf der Cinecouch, da habe ich das glaube ich auch damals noch mit mehr Hintergrundwissen ein bisschen ausgeführt, dass dieses Krankenhaus, wo die ganze Action im dritten Akt dann stattfindet, auch als Symbol gesehen werden kann für die Zukunft Hongkongs. Ne? Babys, so, man kennt diese Szene. Ja. Und dass dort irgendwie unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen, die Cops und die Gangster, was man wieder als die westliche und die östliche Welt sehen kann, Kapitalismus, Kommunismus, die alle irgendwie auf dem Rücken der Zukunft Hongkongs diesen Konflikt austragen. Ach, wie schön. Also, findest du eine wunderbare steile These, dass Cine Couch hier in die Wiederaufführung importiert hast? Steile These, ne? Ja. Ich weiß ja, ich bin hier richtig. Ja, das ist hier. Herzlich willkommen. Ja. Alte Filme neu entdeckt. Ja. Zum ersten Mal auf 35mm. Oh Mann, ey. Ja, also ich merke gerade, dass das immer, wenn du das Wort 35mm sagst, löst das bei mir aus, dass ich die ganze Zeit gerade den Jochen hier so angehimmelt habe und dachte, das machen die hier mit so einer Selbstverständlichkeit so, ne? Ja. Und Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall sehr, falls irgendjemand das gerade jetzt auch so hört und noch so am Überlegen ist, also wenn das nächste Mal hier ein spannender Film ist, dann werdet ihr das auf den Twitter-Kanälen mit Sicherheit bemerken, vielleicht auch schon als Vorankündigung in den Podcast. Also ich würde mich auch freuen, wenn man mal hier noch größerer Runde hier ins Kino kommt. Ja. Da war heute noch ein bisschen Platz in den Gängen. Ja, also da geht noch was. Ich denke auch. Ja, so eine Sache, die mir heute im Kino auch schön aufgefallen ist, gerade weil ich will gerade über die Ton- und Musikgestaltung sprechen. Ich will aber kurz mal was vorwegschicken, dass bei mir bei dem Stichwort Ton und Musik bewusst wird. Man muss hier schon auch nochmal eine Warnung aussprechen. Falls jetzt hier jemand so zuhört und denkt, jetzt gucke ich mir die John Woo-Filme an, geil, da gibt's eine Box von weiß ich nicht was oder so. Also bitte Vorsicht. Also gerade in Deutschland ist das ein zwiespältiges Blatt. Ja, also informiert euch vorher genau, was ihr euch da jetzt holt, weil nicht selten habt ihr das Problem, dass also wenn die deutschen Synchronisationen mit völlig abgedrehten Soundeffekten noch oben drauf gepackt werden, aber auch ich habe auch schon das gehabt, dass eine DVD aus China, dass die dann einen asynchronen Ton hatte und nutzt das mal so ein bisschen, euch vorher zu informieren, dass ihr da nicht so total ins Klo greift. Es werden gerne Soundeffekte von Waffen und Explosionen raufgelegt. Es wurden Soundtracks teilweise ausgetauscht. Also ich glaube, das war auch teilweise in England der Fall. Also die englischen DVDs sind manchmal sehr gut. Es gibt da Hong Kong Legends oder GARP, die sind leider auch mittlerweile pleite, glaube ich. und auch schon länger. Lass uns niemals ein DVD-Label gründen. Lass uns mal wieder dran erinnern. Ja, scheiße aus. Was mache ich noch gerade? Ach, scheiße. Ja. Aber es ist so, dass dort fast keine Veröffentlichung, die ultimative ist. So, die einen sind vom Bild schlechter, die anderen sind vom Ton schlechter, die anderen haben eben ein beschnittenes Bild, die anderen haben beschnittene Szenen sogar, andere haben diese Soundeffekte oder der J-Pop-Soundtrack wurde ersetzt oder was auch immer. Wir hatten jetzt auch eine Fassung,
die untertitelt war, aber mit diesen teilweise ganz, ganz schlimmen Namen und so untertitelt waren. Mickey Maus und Dumbo, also ja, dann die Spitznamen. Ja, wer sich das überlegt hat. Immer noch besser als Beavis und Butthead, so eine Fassung hatte ich mal als VHS-Kassette. Ja, aber es macht ja auch keinen Unterschied im Grunde. Also es ist, ich fand das noch schlimmer. Ja, natürlich. Eine Liga für mich. Ja. Genau, also das sei an dieser Stelle wirklich mal angemerkt. Und das hat ja wirklich auch für mich, das ist ein entscheidender Grund dafür, hier mich von Rostock nach Hamburg aufzumachen, zu wissen, so oft habe ich die Gelegenheit nicht im vorgesehenen Setting, es möglichst authentisch mal auch zum Beispiel hören zu können. Und also was hat mir heute für eine Freude gemacht, dass er in diesem manchmal wirklich, also eine Action-Szene jagt die nächste, auch Audio Bombast, der da so um einen herum klirrt und knarzt und knallt. Und zwischendurch gibt es Momente von Ruhe, besonders auffällig ja schon bei der Einführung vom Cop, der dann in diesen Bus steigt, ne, und dann plötzlich einfach komplett der Ton weg ist, bis auf das Spannen des Waffenhahns und so. Aber auch immer wieder gab es zwischendrin Momente, wo ich beeindruckt war, was auch für ganz dezente Soundeffekte da so am Laufen sind. Und was mich richtig, also wo ich richtig beeindruckt war nochmal, von der Bandbreite der musikalischen Untermalung. Also klares Konzept, klare Themen, verschiedene Instrumentierung. Ich finde wirklich einen geilen, noch so einen Hauch von so Mitte 80er ausstrahlenden Action-Score, so, ne? Also wenn du manchmal so bestimmte, also die Soundeffekte, die so aus dem Synthesizer rauskommen, wenn am Anfang Sadie vor diesen zwei Schlägern in der Straße quasi rettet. Die habe ich jetzt gerade nicht so vor. War für mich so ein Moment, wo er dann noch die Mülltonne auf den raufschmeißt, wo und jedes Mal bei dem Schlag hörst du das gleiche pf, 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 was so direkt aus dem Keyboard stammt. Ja, genau, das ist ja vielleicht auch eher so ein abtörendes Beispiel. Ich fand richtig geil die Stelle, wenn er am Strand ist und das Mädchen dort sieht und wir schon als Zuschauer auch schon schlauer sind und wissen, da gibt's einen Heckenschützen, der auf ihn zielt und er wird sich dessen langsam bewusst, dass hier irgendwas nicht stimmt. Diese Synthesizer-Chor-Klänge oder wie auch immer das nennt. Aber es war sehr stimmungsvoll und später, wenn es dann ja wirklich auch sehr mitreißend wird und da auch so Schlagwerk mit reinkommt, ist das schon eine sehr viel breitere Palette, als mit der ich jetzt gerechnet habe. Das stimmt. Also für mich muss ich sagen, es war halt immer ein Stück weit wieder drüber. Also das ist ja warum soll ich da Underscoring par excellence, hier wird das absolut gesagt, was du hier zu fühlen hast. Das stimmt. Aber irgendwie funktioniert es eben. Ja. Und diese Strandszene, die du angesprochen hast, zusammen eigentlich mit dem Attentat bei dem Drachenbootrennen, ist eine Szene, die für mich nochmal ganz besonders gewonnen hat. Also wie perfekt diese Spannung dort inszeniert wurde, dass man einen Suspense-Moment hatte, dass man eben wusste, was passieren würde, dieses Attentat eben, aber wie es sich entwickelt, wie die Spannung immer mehr zunimmt, die Schnittfrequenz auch immer schneller wird und sich das dann auflöst in diesem Attentat und der Flucht per Boot und so weiter. Wahnsinn. Und dann die Schießerei am Strand. Also das war wirklich ein Moment, wo dann auch für mich klar war, wie unterschiedlich die Emotionen sind. Also zwischen Melancholie und nervenzerfetzender Spannung, gewissen humoresken Noten und dann wieder diesem Action-Bombast, ist da halt alles drin. Und dadurch kommt dann der Begriff pures Kino auch wieder hin. Darunter, dass eben die Bandbreite hier genutzt wird. Das ist nicht einfach nur alles Action-Kitsch. Was der auch wirklich hat, ich weiß nicht, ob John Wood einfach ein begnadetes Team hat, aber ich finde ein tolles Händchen für Locations. Also diese Nachtszenen bei der Verfolgungsjagd, wo wir das erste Mal den Polizisten erleben, dieses Neon-leuchtende, ist wirklich wunderschön. Wir sind auch noch in der Zeit, in der das technisch sehr aufwendig war, überhaupt bei Nacht solche Szenen zu zeigen, aber es wirkt also natürlich künstlich, so wie man sich das so in so einer neondurchfluteten Stadt wie Hongkong vorstellen mag. Aber eben genau das ganze Drumherum, das bei diesen Drachenbootrennen da ist, ne, also auch wirklich ein Riesenaufgebot an Menschen und dann in Slow-Mo die Wassertropfen spritzen durch die Gegend, also es ist wirklich auch, also das Auge kann sich gar nicht satt sehen. Oder eben Momente der Reflexion der Figuren, wenn Chow Yun-Fett sich mit seinem Partner in Crime dort sozusagen auf so eine Anhöhe trifft und sie mit so einem Blick auf Hongkong, ne? Also das entfaltet natürlich auch eine Wirkung, solche Totalen hier im Kino, die
Die sind also die haben dann erst die richtige Präsenz, die sich so zu Hause gar nicht einstellt. Genau, das habe ich heute auf jeden Fall nochmal sehr wertgeschätzt, dass er da ein gutes Händchen hat. Für. Ja. Tja, meine Güte, der John Voodoo. Guter Kerl. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch, ich habe heute auch so für mich festgestellt, wenn mich mal jemand darauf anspricht, so neugierig wird auf Hongkong-Kino, das ist ein guter Startpunkt. Also ja. ich für mich ist es ein guter Startpunkt. Also du hast ja auch vorhin gerade Better Tomorrow mit reingebracht, aber. Also Hardboiled ist wahrscheinlich auch das, was noch am wenigsten Umdenken erfordert, oder? Dadurch, dass dort die Story noch mal mehr im Hintergrund steht und die Action weiter im Vordergrund, könnte ich mir vorstellen. Ja, vielleicht. Aber ich finde, also für mich ist das ja immer so die Krönung. Für mich ist das wäre so den Höhepunkt schon zu sehr vorwegnehmen. Also ich finde das aber wirklich beeindruckend. Also wir reden von. Ich finde ja, der Höhepunkt ist dann Bullet in the Head. Ja, also das kommt auch darauf an, worauf man guckt. Und ich würde dir. Definitiv. Also, und da ist für mich auch schon, also Bullet in the Head ist dann durchaus nochmal auch eher Character-driven. Da gehen einfach nochmal ein paar andere Horizonte bei John Woo auf. Insofern finde ich das vielleicht auch seinen interessantesten Film auf jeden Fall. Aber ich, sich einfach nur die Entwicklung anzugucken, sind ja nicht viele Jahre. Also 1986 drehte er also nach eigenem Drehbuch Better Tomorrow, dann weitere Filme und dann ist da 89 The Killer und dann ist ja 1992 schon Hardboiled und dann ist auch Finito. Dann ist der Weg schon, dann heißt es Hard Target, Jean-Claude Van Damme, Amerika und ganz lange Zeit, also bis er wirklich in die, fast in die Egalwelt hinein, hat er dann Hollywood-Filme gedreht, bis er dann wieder mit Radcliffe nach Hongkong zurückgekehrt ist. Bin sehr gespannt, ob der nochmal so, also eigentlich ich habe das Gefühl, der hat schon sein Lebenswerk hinter sich. Ja. Bin gespannt, ob da noch was geht. Wir werden es ja dieses Jahr erleben, ne? Genau, weißt du gerade zufällig den Titel? Manhunt. Manhunt ist ein Film, den er jetzt gerade, ich glaube, abgedreht hat. Also es gibt schon so abgefilmte Trailer auf YouTube davon. Ist eine Rückkehr zu den Wurzeln, ein Remake eines 60er Jahre Japano-Yakuza-Film, soweit ich das gespeichert habe. Und insofern, ja, die große Frage, macht John Woo jetzt nochmal, setzt er nochmal einen drauf auf sein Spätwerk quasi oder führt er jetzt doch eher den Weg aus China fort? Er müsste eigentlich mal ein Drama in so einem, weiß ich nicht, hinter den Kulissen eines Musicals. Ich glaube, da steckt noch mal was drin, da geht noch was. Ja, Johnny To hat ja auch zuletzt ein Musical gedreht, in 3D. Ja? Ich glaube, Office 3D oder so. Also, der Weg scheint möglich zu sein. Genau, und in 20, 30 Jahren schauen wir dann mal drauf in unseren Podcast hier. Nils, schön, dass sich das ergeben hat. Ja. Und ich glaube, ihr könnt euch sicher sein. Das wird nochmal wiederholt, in der einen oder anderen Form. Und vielleicht zeigen die mal einen Lieblingsfilm von uns, dann machen wir die Lieblingsfilmreihe weiter. Oder können ihnen ja mal eine Mail schreiben. Ja, das stimmt. Okay, also schön, dass ihr zugehört habt. Bitte besucht auch mal die CineCouch. Wie findet man euch am besten, dass man mal reinhört? www.cinecouch.net oder bei Twitter, Facebook und Konsorten immer als CineCouch. Genau. Und hier dürft ihr natürlich wieder bei der wiederaufführung.de gerne kommentieren. Ihr findet uns auch bei Facebook und bei Twitter. Auch da sind wir gut erreichbar und immer um Austausch überhaupt nicht bescheiden. Das machen wir gern. Also. Ja, und wenn ihr in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg seid, wenn ihr daherkommt, schenkt echt mal einen Besuch an Bizarre Cinema. Das ist ganz großartig, was die hier auf die Beine stellen. Und hat auf jeden Fall mehr Zuschauer verdient und weiterhin Zuschauer verdient. Ja, und ich freue mich, wenn man sich mal trifft. Also, bis dahin, auf Wiederhören. Ciao.